Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meiner Wenigkeit, der Sky, in einem weiteren Unreal Engine 4 Tutorial. Heute geht es um das lang versprochene Grafikvideo, also Grafikoptionsmenü, wie wir, ich sag mal, so erweiterte Einstellungen machen können, wie wir Auflösungen sowas ändern können. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal in vorherigen Tutorials gezeigt. Ist also mega einfach. Und heute geht es um das Plugin Auto-Settings, wie ihr oben links lesen könnt. Das werden wir aktivieren. Also wie das geht, habe ich im vorherigen Tutorial schon mal gezeigt, beim Steuerungs- und Audio-Tutorial. Und ja, einfach mal da reinschauen. Das Plugin war, glaube ich, im Dezember oder Januar mal kostenlos zu haben. Sonst kostet es auch nur ein paar Euro. Kann ich jedem empfehlen, ist aber kein Video, was jetzt irgendwie von denen gesponsert ist, sondern ich finde dieses Plugin einfach nur mega geil und ich sag mal erleichternd von der Arbeit her. Hier haben wir mein Hauptmenü, ich habe im Hintergrund das wunderbare Level hier offen, damit wir gleich auch die Effekte sehen können und dieses Hauptmenü ist im Hintergrund transparent. Ich habe hier eine Border erstellt und eine Vertical Box drauf geklatscht, so dass wir hier von oben nach unten arbeiten können und das erste, was wir machen werden, ist, wir gehen auf die Palette hier auf der linken Seite und dort haben wir jetzt mehrere Optionen, Auto Settings, Generic Controls, Auto Settings, Input und natürlich noch Auto Settings, Control. Was wir jetzt machen werden, ist, wir suchen uns jetzt erstmal eine Option raus, indem wir auf Auto Settings Setting Controls klicken und dort haben wir irgendwo Default Radio Select Setting. Default Radio Select Setting ist hier. Das ziehe ich jetzt hier einfach in meine Vertical Box rein und das Ganze sieht dann so aus. Ihr seht also prinzipiell gerade gar nichts. Macht aber auch überhaupt nichts. Meine, hier, ihr seht schon, mein Scroll tut ein bisschen rumspinnen, der kann irgendwie nicht richtig nach oben scrollen. Meine neue Maus kommt auch schon an, aber erst leider am Ende der Woche. Von daher entschuldige ich das. Ja, auf jeden Fall, wir scrollen jetzt hier weit runter, also so weit runter, wie ich das jetzt gemacht habe, bis wir einfach einen Punkt finden, der dann beispielsweise Select Setting heißt. Und wenn wir das gemacht haben, dann werden wir hier unter Select Setting erstmal drei Optionen hinzufügen. Die Option Nummer 1 wäre dann aber beispielsweise der Begriff Windowed. Machen wir mal so, Windowed. Also jetzt mache ich kurz das Menü prinzipiell, ob mein Spiel im Window-Modus, Borderless oder Fullscreen-Modus gestartet wird. Als Value gebe ich bei Windowed hier oben, wieso, so jetzt, Windowed hier ein W, Value W. Dann öffnen wir als nächstes prinzipiell die 1 und als nächstes danach wiederum die 2, also prinzipiell genauso, wie ihr euch das jetzt vorgestellt habt. Dann gehen wir hier ein, Borderless. Als nächstes gehen wir bei Value ein, WF. Dann gehen wir auf die zweite Option hier und geben jetzt hier ein, zum Beispiel Vollbild oder Fullscreen. Ich gebe jetzt mal kurz Vollbild hier ein und jetzt gebe ich hier ein F ein. Und diese Kommandos sorgen prinzipiell dafür, dass das Spiel im Fullscreen-Modus startet oder nicht. Was mich gerade tierisch verwirrt ist, dass irgendwie der jetzt hier alles markiert in jeder Engine-Version, also hier diese ganzen Sachen markiert. Das, ja, ich entschuldige mich dafür, aber das ist ein Engine-Problem. Bei Option Factory geben wir gar nichts ein. Hier steht None. Als nächstes kümmern wir uns um die Settings. Bei Siva Setting Name, oder eher gesagt bei Siva Name, geben wir ein R.SetRes für Set Resolution, also Auflösung festsetzen oder ja, auswählen prinzipiell steht. Und prinzipiell ist das so, dass hier dieses das Vorkommando ist und hier das die Unterkommandos jeweils, die dann dafür sorgen, dass das Ganze bearbeitet wird in dem Bereich oder in der Kategorie Set Resolution, weil das eben alles, was mit Set Resolution zu tun hat. Bei Value Mask geben wir jetzt ein Window Mode Value Mask. Dann haben wir als nächstes den Haken bei Autosave und Auto Apply, was auch gut so ist, weil wir direkt wollen, dass das übernommen wird. Okay, haben wir das gemacht? Tun wir jetzt prinzipiell zum nächsten Schritt gehen. Wir werden jetzt, ich sag mal, Vertical Sync aktivieren, also V-Sync. Der ein oder andere kennt ja vielleicht V-Sync. Und hier werden wir prinzipiell einfach an der Seite raussuchen, Default Checkbox Setting. So, ihr könnt natürlich jetzt eine Tabelle hier machen und einfach noch die Namen hier hinschreiben. Bei mir lasse ich das jetzt mal ohne Titel, weil es für mich jetzt unnötig ist. Was zum Teufel? Hört ihr das? Ich weiß auch nicht, wer gerade da hochfährt, aber der macht ganz schön Krach. So, jetzt ist es vorbei zum Glück und dann gehen wir weiter und klicken jetzt auf diese neue Checkbox drauf, gehen runter auf den Siva-Name und geben ein R.V-Sync. Ganz einfach, R.V-Sync, Eingabetaste, das war's. So, als nächstes kümmern wir uns natürlich auch noch um die FPS. Die FPS sind relativ einfach, das läuft genauso wie gerade eben. Wir holen uns die Default-Combo-Box-Settings, fügen die hier einfach mal ein und, oh sorry, das war das Falsche, die Radio-Select-Settings, das war das Richtige. Das geben wir hier mal ein und jetzt müssen wir uns natürlich auch um die Optionen wiederum davon kümmern. Sprich, wir scrollen an der Seite einfach wieder so lange runter, bis wir hier bei unserem wunderbaren Select-Setting stehen. Und dann tun wir erstmal hier, oder ich glaube, dafür brauchen wir 5 Stück. Ja, 5 Kategorien machen, beziehungsweise 5 Optionen anklicken. Und dort werden wir jetzt beispielsweise sagen, aus und sagen jetzt hier 0. Also 0 FPS für aus, hat den einfachen Hintergrund, dann ist das prinzipiell unendlich, ja. Dann haben wir als nächste Option beispielsweise 30 FPS, also geben wir hier als Wert auch 30 ein.
Als nächstes könnten wir beispielsweise aber auch sagen, wir wollen 60 FPS und geben als Value auch wieder 60 ein. Und ihr seht, er markiert hier alles. Das scheint ein Engine-Problem in der 424 zu sein. Ärgerlich. Ich verstehe halt aber auch nicht, warum die das nicht irgendwie beim Testen sehen. Naja, 120 zu 120. Und dann die letzte Einstellungsmöglichkeit. Ich denke mal, jetzt wisst ihr, was hier kommt. Oder generell, da kommt der Lock, also die Cap, die maximale FPS-Sache in der Engine, wenn ihr das nicht deaktiviert habt. 144 und 144 das Value. Als nächstes werden wir hier unten eingeben bei Siva Name. Das ist halt wirklich immer der Kommandoname. T.max FPS. So. Schreibt also einfach so, wie ich sie geschrieben habe. Ich tue das hier mal demarkieren. So, und das wär's. Okay, was können wir noch machen? Also ich zeige euch jetzt so die Grundeinstellungsmöglichkeiten. Es kann jeder für sich selber weitermachen. Ihr könnt dann irgendwann so ein Menü machen, wie ich es hier gemacht habe. Also mit richtig vielen Settings. Da ist wirklich alles Mögliche möglich. Ich denke mal, ich zeige jetzt auch einen Slider. Das ist noch nämlich ganz interessant. Und zwar machen wir jetzt Gamma. Gamma ist ein sehr interessanter Wert. Dafür müssen wir hier oben links auf der Seite ein Default Slider Setting prinzipiell hier einfügen. Das mache ich jetzt mal. So, das Ganze sieht so aus. Diese komische Leiste oder diese wunderschöne Leiste hier wird nämlich jetzt meinen Gamma-Wert bestimmen. Und falls die Leute es nicht wissen, ich sag mal ganz abgekürzt oder ganz simpel ausgedrückt, Gamma tut natürlich auch die Helligkeit irgendwo bestimmen und so weiter. Tut eben den Gamma-Wert verändern. So, was machen wir dafür? Ist auch wieder mega einfach. Wir gehen auf die Siva-Settings und geben hier ein R.ToneMapperGamma. Ganz einfach. Oh, ich habe Gamma geschrieben. Hier kommt Gamma hin. Alles klar, hier sind wieder alle Haken gesetzt. Sonst müssen wir prinzipiell nichts machen, außer das Right Value und das Slider Settings auf 5 setzen. Ist also relativ easy peasy. Left Value bleibt 0. Wir klicken auf Compile und speichern das Ganze. Lasst mich gucken, gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Wir könnten theoretischerweise die... Ja, machen wir das mal. Wir werden jetzt einfach mal die wunderbare Resolution Scale einfügen. Die Resolution Scale ist auch noch ein interessanter Wert, weil der sagt prinzipiell einfach, wie heftig das Spiel oder wie billig das Spiel aussehen soll oder wie gut das Spiel aussehen soll. So, ich gehe hier oben wieder auf meine wunderbare Palette und wir suchen diesmal raus ein Spinner Setting oder eine generelle Spinner Setting. Wir haben hier die Default Spinner Setting, die ziehen wir hier drunter und die sagt, wie sehr oder wie hoch denn meine... meine Resolution Quality ist. Heißt also, zum Beispiel soll das eher verpixelter aussehen oder eher besser aussehen. Was wir jetzt machen werden, ist, wir klicken hier drauf und sagen bei Siva Name sg.resolution und dann Quality dahinter. So, ich hoffe, ich habe mich nirgendwo verschrieben. Ich hoffe, es ist so jedenfalls. Okay, als nächstes, wenn wir das gemacht haben, werden wir auch wie eben, wie wir das hier oben gemacht haben bei der Auswahlmöglichkeit, auch hier wieder einstellen bei Optionen, was für eine Auflösung wir haben wollen. Als erstes gebe ich hier ein 25 und 25. Das heißt 25%ige Qualität, was echt schlecht ist. Als nächstes würde ich sagen, wir machen 50 und 50. Dann würde ich sagen, machen wir 75 und 75. Und dann zu guter Letzt machen wir 100 mal 100. So. Und ich denke mal, das ist eigentlich auch eine ganz gute Sache, weil jetzt haben wir von 25% auf 100% und ihr werdet gleich definitiv einen Unterschied sehen und ist dann auch relativ schön, aber auf 25% sieht euer Spiel einfach richtig scheiße aus, auf gut Deutsch, deswegen, naja. Eine Sache werde ich euch noch zeigen, und zwar werden wir uns die Anti-Aliasing-Einstellung anschauen, also prinzipiell gesagt die Kantenklettung, und ihr könnt das, wie gesagt, mit allen verfügbaren Kommandos der Unreal Engine machen, mit allen Siva-Kommandos, das ist halt ein Ultra, also ist es wirklich gar kein Thema. Nur so viel dazu, dass ihr jetzt nicht sagt, hey, jetzt hast du uns die paar Kommandos gezeigt, aber ich weiß immer noch nicht, wie der Rest geht. Ihr müsst einfach nur im Wiki von der Unreal Engine gucken, was es für Optionen überhaupt gibt. Und wenn ihr da Fragen habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich mache auch gerne nochmal ein längeres Video irgendwann mal. Kann man gerne mal machen. So, aber jetzt erstmal suchen wir uns da hier an der linken Seite bei einem Radio Select Setting raus. Hier haben wir Radio Select Setting. Das werden wir jetzt mal unter den Spinner einfach ziehen und hinzufügen. So. Dann wählen wir das mal aus. Dann haben wir hier nämlich diese, ja, nicht vorhandene, großartige Leiste. Dann scrollen wir wieder runter, bis wir zu den Siva-Settings kommen. Unter Siva-Settings geben wir aber diesmal ein sg.anti-aliasing. Also ich tue es jetzt mal so aussprechen, wie es geschrieben wird. Aliasing Quality. So, perfekt. Das haben wir.
Hier müssen wir nichts mehr weiteres einstellen. Hier oben bei Select Settings gehen wir wieder ein. 1, 2, 3, 4. So. Dann gehen wir auf die 0, die 1, die 2 und so, öffnen erstmal den ganzen Schmodder hier, damit wir auch mal eine kleine Übersicht haben. Und jetzt machen wir Folgendes. Bei Label gebe ich jetzt ein Niedrig. So, Niedrig. Und mein Value, achso, nee, sorry. Wir geben hier ein Low. Und mein Value lasse ich auch auf Low. Dann gebe ich hier wiederum ein Sekunde Medium. Ich würde einfach sagen, ja, Medium geben wir mal hier ein. Dann können wir hier auch gerade High eingeben und hier geben wir dann Ultra ein. So. Und das sollte dann relativ gut funktionieren. Wir können natürlich dann auch hier wiederum reinschreiben in das Value Low, Medium, High oder Epic. Hier bin ich mir jedoch jetzt gerade nicht so sicher, ob das passt. Das werde ich nochmal in die Beschreibung editieren und hinzufügen, falls ich hier Mist gebaut habe. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen auf Compile, klicken auf Speichern und jetzt werden wir mal das Ganze starten. Natürlich im Vollbit-Modus. Oh, so. Ihr seht schon, das Musikmenü hat auch funktioniert im Hintergrund. So, wir können uns hier bewegen, aber wir können auch unsere Maus hier haben, das ist perfekt. Window, Vollbit und sowas, das geht nur im Standalone-Modus. Aber wir haben hier zum Beispiel V-Sync oder wir haben hier die FPS. Jetzt kann ich hier in die Konsole eingeben. Ja, wie gerade die Konsole. Ach, hier. Okay, wir können hier oben links draufklicken und dann mal kurz Show FPS machen. Ups. Show FPS, dann sehen wir das besser. Dann sagen wir Play from here. So. Okay. Show FPS, an der Seite sehen wir haben gerade 120 FPS. Ich schalte das jetzt mal auf 30 runter. Hier sehen wir, dass wir jetzt konstant 30 FPS haben. Wir können auch auf 60 konstant schalten. Dann sieht das Ganze so aus. Oder auf 120. Oder eben auf 144. Ändert sich aber nichts. Ja, V-Sync können wir an- und ausschalten. Und wir können natürlich hier diesen Gamma-Slider nehmen. Ihr seht schon, Gamma funktioniert also wunderbar. Wenn wir es ganz nach links machen, dann tut er das hier auf Standard machen. Oder wir können es eben heller oder auch dunkler schalten. Also da geht einiges. Ich bin damit recht zufrieden. Jetzt haben wir die Resolution oder hier auch die Kantenklettung. Ihr seht schon, die Kantenklettung funktioniert wohl wunderbar. Beziehungsweise, da habe ich einen Fehler gemacht. Das werde ich nochmal in die Beschreibung reinschreiben. Aber ihr seht, immerhin der Low-Button hat funktioniert und das Ganze auf Low gemacht. Gut, aber wir können natürlich auch die Auflösung einstellen. Hier haben wir ja die 100 stehen. Kann man so vielleicht ein bisschen besser sehen. Ich schalte das jetzt mal 75 zurück. Seht ihr den Unterschied? Sieht man vielleicht minimal, aber gleich sieht man es mehr. Seht ihr es? Vor allem hier hinten der Hügel, wie verpixelt der auf einmal wird. So, zack, zack, zack. Und jetzt haben wir auf 25%. So sieht es auf 25% aus. Es sieht wirklich aus wie ein richtig uraltes Game. 120 FPS haben wir locker. Ich schalte es mal auf 144 FPS. Jetzt haben wir auf 144 FPS. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr... Naja, aber jetzt könnt ihr auch mal sehen, wie viel Leistung das zieht. 25%, 144 FPS. 50%, 144 FPS. 75 und 100. Und ab 100 haben wir dann aber auch schon eine Einbußung von 20 FPS. Also wenn ich das zum Beispiel auf der Auflösung hier lassen würde, dann hätte ich zwar eine, naja, echt beschissene Auflösung, aber letztendlich immerhin 144 FPS. Und ja, so viel dazu. Wie gesagt, das Anti-Aliasing-Menü funktioniert noch nicht hundertprozentig, aber ich werde das noch editieren in der Beschreibung, das, was ihr bei Value reinschreiben müsst oder bei Label. Und damit würde ich mal sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal bei der Sky. Wir sehen uns. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Sorry, war ein relativ spontanes und ein Durcheinander hier, ein spontan entstandenes Video. Und trotzdem, schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr neu dabei seid, dann herzlich willkommen. Dann lasst gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann auch gerne die Kommentare reinschreiben. Und wenn ihr neu dabei seid, wie gesagt, auch gerne die Glocke aktivieren, um immer auf dem aktuellsten neuesten Stand zu bleiben. Schaut meine anderen Tutorials rein oder schaut mal rein, wenn ich am Sonntag um 20 Uhr immer live streame, die Unreal Engine. Und damit würde ich mal meinen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Fragen oder Kommentare oder Probleme, alles in die Kommentare. Bye, bye. Oh.